begrüße euch zu einer Folge Clash of Clans. Und zwar heute zu einem Clan-Guide oder Clan-Strategie-Guide von unserem Clan Barbarie. Was es alles so zu beachten gibt und sonst noch einige andere Tipps. Und da so als Hauptthemen einmal die ganze Benutzeroberfläche und die wichtigen Funktionen. Also da gibt's auch so ein paar Funktionen, die für uns im Clan wichtig sind. Dann geht's weiter mit dem Thema Spenden. Was spenden, wie spenden und so weiter. Das ist ein großer Punkt. Dann ein großer Punkt sind die Clan-Kriege oder auch Clan-War genannt. Clan-War, also War, das englische Wort für Krieg. Also das nutzen wir auch immer in unserem Clan als Wort, CW. Und dann als weiteres Thema Farming-Tipps noch. Wie baue ich meine Farmbase auf und wenn ich so Angriffe mache, wie hole ich mir schnell und viel Beute? Und dann noch am Ende noch einige allgemeine Tipps. Was mir dann noch so einfällt, was mir in meiner Zeit in Clash of Clans begegnet ist und was ich auch sonst so irgendwie gehört habe. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an mit der Benutzeroberfläche. Und zwar, hier ist der Hauptbildschirm, ganz normal zu sehen. Meine Base mit allen Gebäuden, was gerade gebaut wird. Und so, Goldmine zum Beispiel zum Abbauen. Und wenn man jetzt von ganz links so einmal im Uhrzeigersinn arbeitet, dann geht's an mit seiner Levelanzeige. Daneben ist ein I. Da gehen wir später rein. Bauarbeiter, Schilder, Ressourcen. Dann geht's weiter. Das oberste mit der Hand und den zwei Pfeilen. Da kann man dann seine Clanburg bauen. Die Frau da, das ist Aufgaben. Dann die Zahnräder, da sind halt verschiedene Einstellungen, sieht man dann auch immer, wenn ein Update gekommen ist. Im Shop kann man die Gebäude bauen, die man noch nicht gebaut hat. Links Angriff, eins darüber das Briefsymbol, dazu später mehr, das ist nämlich eine unserer hauptwichtigen Funktionen. Dann die zwei gekreuzten Schwerte kommt man in den Clankrieg. Dann der Pfeil, da kann man sich den Chat ausklappen, die verschiedenen Nachrichten lesen, was so gepostet worden ist. Und die Pokale, da sieht man die Liga. Und dann fangen wir auch schon an mit der ersten wichtigen Funktion. Und zwar, wenn man auf das Briefsymbol geht, kann man hier die Angriffe, die man bekommen hat, gegen sich anschauen. Auch teilen, Vergeltung üben. Dasselbe bei Angriffen, wo man gemacht hat. Man kann auch wieder sehen, wen man angegriffen hat. Sich das nochmal anschauen oder auch teilen. Und ganz wichtig in unserem Clan, der Posteingang. Unsere 8 Führungskräfte schreiben da immer regelmäßig Nachrichten, was im Clan zu beachten ist, ob es mit Spenden irgendwas ist und so weiter. Also da regelmäßig lesen. Bei vielen wird es doch eine rote Zahl angezeigt, dass da was da ist, aber nicht bei allen. Also immer, wenn ihr kurz in den Clan reinschaut, Briefsymbol öffnen, Posteingang, ist irgendwas, oh, unser Anführer hat was geschrieben, lesen und weiter geht's. Und dann halt auch mal kurz in den Chat reinschauen, ob irgendwas ist. Der Mikkel schreibt jetzt hier zum Beispiel, er kann Golems mittlerweile bauen. Toll, Mikkel, perfekt. Und das ist immer ganz wichtig, dass man halt da die Clan-Nachrichten liest. So, dann die nächste wichtige Funktion. Und zwar gehen wir mal im nächsten Bereich. Wenn man oben das Level von sich sieht, ist rechts davon ein I. Da kommt es ja in mein Profil. Und dort gibt es den sogenannten Clan-Krieg-Button. So nenne ich den, oder kann man auch so nennen. Und dort kann man sich für den Clan-Krieg, wenn man da draufklickt, rechts neben dem Rathaus, so einem Clan-Krieg-Button, dann kann man sich in dem Clan-Krieg entweder raus für abmelden oder dabei halt zum Anmelden. Und das ist immer ganz wichtig, weil wir wollen im Clan-Krieg natürlich nur welche dabei haben, die auch angreifen. Aber mehr zum Clan-Krieg kommt dann später. Rechts davon, von meinem Profil, könnt ihr dann in meinen Clan gehen, Clan suchen und Lesezeichen neuerdings, wo ihr halt Lesezeichen an die Clans vergeben könnt, die wo ihr interessant findet. Ganz kurz noch zu meinem Profil. Wenn man hier so schaut, man sieht die Truppen, wie stark die sind, welches Levelgrad die haben und so weiter. Man sieht die Pokale von einem, wie viel gewonnene Angriffe hat, wie viel gewonnene Verteidigung, gespendete Truppen und so weiter. Und welche Aufgaben er gelöst hat. Dann mein Clan. Sieht man auch, unser Clan Level. Level 4. Wunderbar. Auch unsere Beschreibung kurz. Also wir nehmen zum Beispiel nur Leute auf, die man gut persönlich kennt. Und die Clan-Vorteile, die es seit kurzem gibt. Wenn man da mal so draufklickt, sieht man halt auch, was wir für Vorteile mittlerweile haben.
Level 4, Level 5 dauert's nicht mehr lang, dann tät man sogar die Truppen, die man gespendet hat, ein Level besser, die täten dann ein Level besser werden. Und da haben wir auch schon 537 EP. Für was es EP, Clan-EPs gibt, dazu später mehr, dann, wenn wir Clan-Krieg haben. Wenn man dann hier das Ganze schaut, Nachricht senden, das ist für unsere 8 Führungskräfte, dann kriegt ihr wieder eure Postnachrichten und könnt da lesen, was das auch ist. Kriegslog, da seht ihr die vergangenen Clan-Kriege, wenn man da auf Details geht. Aber Clan-Menü dazu später mehr. Wie kommt man noch in sein Profil? Man geht hier den Chat auf und geht auf I, dann ist man auch wieder, dann ist man im Clan-Menü und links davon kann man auch wieder mein Profil gehen. Oder ganz kurz, man geht auf seine Clanburg oder wenn man irgendeinen Spätel gerade aufgerufen hat, kann man auch auf dem sein Clanburg gehen und wenn man dann auf Clan geht, wird dem sein Clan aufgerufen. Dann die Platzierungen ganz kurz, also zum Beispiel die Nummer 1 ist grün gefärbt. Der hat sich für den Clankrieg angemeldet und die Nummer 2 ist zum Beispiel rot gefärbt, der hat sich abgemeldet. Und das kann man so durchgehen. Es gibt dann auch grau gefärbte, die waren vorher in einem anderen Clan und sind dort noch im Clankrieg dabei und deswegen gesperrt. Also das kommt halt auch vereinzelt vor. Ja, das waren die wichtigsten Funktionen und die wichtigsten Oberflächen jetzt so gesehen. Also ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Im Hauptbildschirm links unter dem Clankriegssymbol, das Briefsymbol. Rechts davon der Posteingang, den immer lesen. Und dann noch als zweites Wichtiges, wenn es ja in euer Profil geht, mein Profil, der Clankrieg-Button, wo ihr euch immer an- und abmelden sollt. Ansonsten würde ich sagen, das war's jetzt für den ersten Teil und wünsche euch noch viel Spaß. Macht's es gut. Servus.